Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video von The Electronic Beats, Capital Eagles. Anscheinend interessiert es einige von euch, wie ich damit angefangen habe, Beats zu produzieren. Die allerersten Beats entstanden mit dem sogenannten Music DJ von Sony Ericsson, die ich zusammen mit einem sehr guten Freund produziert hatte. Wir hatten uns anfangs immer gegenseitig gebettelt mit den Beats, die wir produzierten, aber irgendwann war mir das mit den ganzen vorgefertigten Loops einfach zu wenig und ich wollte mehr. Also erkundigte ich mich und ich stieß auf FL Studio. Als ich das Programm zum ersten Mal öffnete, war ich total überwältigt und wusste gar nicht, was ich tun sollte. Das Programm erschien mir viel zu komplex, als dass ich es jemals lernen könnte. Ohne jede Ahnung vom Programm habe ich dann etwas versucht herbeizuzaubern und raus kam dabei nur ein Pattern, weil ich nicht wusste, dass man mehrere Pattern aneinander reihen kann. Das Ganze ging dann nur 8 Sekunden lang und bestand nur aus Drums und sogar einer Shotgun. Nach und nach konnte ich mir dann mehr Wissen aneignen, sei es über den Musikunterricht oder über Tutorials, die mich beide letztendlich das lehrten, was ich heute kann. Bis heute hat es 4 Jahre gedauert, also 2009 habe ich damit begonnen, FL Studio zu benutzen. Damals hatte ich übrigens gar keine Kenntnisse von Musik, ich wusste nicht, was ein Akkord ist, was wirklich eine Tonleiter sein soll und so weiter und so fort. Das Einzige, was ich wusste, ist, was C-Dur ist, nämlich einfach alle weißen Tasten und auf diese beruhe ich mich heute noch. Mir macht es einfach unheimlich großen Spaß, Beats zu produzieren und danach sagen zu können, ey, das habe ich selber gemacht, so habe ich es mir vorgestellt und das wird genau umgesetzt. Wenn etwas nicht so umgesetzt wird, wie ich es eigentlich möchte, wie ich es in meinem Kopf habe, dann mache ich es neu, ich versuche es zu verbessern. Ja, manchmal hat man seine Probleme, man weiß nicht genau, was da fehlt oder was man jetzt unbedingt umsetzen muss. Aber ich rate euch, einfach am Ball zu bleiben, weil es einfach unheimlich großen Spaß macht, Beats zu produzieren und danach etwas Eigenes zu haben. Natürlich frustriert es einen auch manchmal, wenn man einfach gar nichts hinbekommt. Man sollte einfach eine Pause machen und später nochmal dran arbeiten. Bei mir ist es ja auch nicht so, dass ich jedes Mal einfach jetzt hier mal den Hammer-Beat raushaue, der mir gerade so gefällt, wie er ist. Nein, oftmals ist es auch einfach so, dass da die größte gekürte Scheiße rauskommt, die ich jemals in meinem Leben gehört habe und danach denke, ey, wirklich, mache ich jetzt nur noch so eine Scheiße? Und was auch ziemlich wichtig ist, ist, dass man sich nicht mit anderen messen sollte. Sollte sich jetzt nicht mit Tinox Beats oder anderen großen Producern battlen, denn die haben es einfach drauf. Sie haben schon die Erfahrung, ich weiß noch nicht, wie lange die das machen, aber die wissen einfach, wie sie es machen müssen. Und diese Erfahrung fehlt euch. Man sollte nicht denken, okay, mein Beat ist jetzt scheiße, weil er nicht so klingt wie der von Tinox Beats oder wem auch immer. Man sollte einfach denken, ey, Tinox Beats haben einfach etwas Besonderes, was ich später in meinen Beats auch haben möchte. Für weitere Fragen bin ich hier auf jeden Fall offen. Hier werde ich auf alle Fragen antworten. Übrigens, falls sich jemand wundert, warum ich nicht auf alle Kommentare antworte, die ich aber natürlich alle lese. Der einfache Grund ist einfach, dass es unübersichtlich wird und einiges auch gar nichts mit dem Beat zu tun hat, sondern eher so eine Frage kommt, wo bekomme ich FL Studio her? Wo bekomme ich Nexus her? Falls ihr dennoch eine Frage habt, die gerade auch nicht zum Beat ist, ihr könnt mir gerne eine PN schicken. Wie das geht, müsste, glaube ich, jedem von euch klar sein. PNs lese ich alle und beantworte ich auf jeden Fall alle, so gut wie ich kann. Also viel Spaß beim Beatmaking. Peace out.